ohne Brandgranaten, also nur mit Brandgranaten getötet. So, geht weiter, Leute. Jo, und da geht's auch schon weiter. H3, kommst du mal grad? Ich. Ah ja, du bist ja auch fast gestorben zum Schluss. Du hattest ja Glück, dass sich das Levelende gerettet hat. Was? Gerettet. Das hat mich wahrscheinlich gerettet. Ich hab das Levelende gerettet. So sieht's aus. Nein, das Levelende hat dich gerettet. Und da sind wir auch. Ihr hört den Urwald hinter uns bestimmt. Ja. Wir haben endlich eine Palme gefunden, die eine Steckdose hat. Frag mich nicht wie. Palme? Und da kommen wir auch weiter. Verstehe ich nicht. Also. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Der Alzheimer, ihr wisst, ist jetzt relativ früh bei mir ein. Wie bei der Arbeit? Ja. Was hast du gesagt, Chef? Was? Wie? Das waren schon eine Stunde Pause. Ich dachte erst 2 Minuten. Wie? Ich habe keinen Urlaub. Also jetzt keinen Urlaub. Was soll das bedeuten? 7 Uhr Schichtbeginn. Oh, die Leiter ist kaputt. Mach keine Sache. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn du dich da drauf stellst, dann kannst du dich da festhalten, da drauf treten, egal. Aber sie benutzt noch nicht mal die kaputte Leiter, nee, sie springt. Ja, sie springt komplett um. Oh, ein aufgestellter Schlüssel. Und jetzt guckt euch an, was macht die da mit dem Kerl? Also, das ist für mich ganz schön verdächtig. Pädophil. Wir haben das Thema Vergewaltigung schon angesprochen. Und jetzt auch noch von Frauen. Ja, ne? Der gehört echt ins Gesicht geschossen. Ich verkack erstmal komplett. Leider. Und wo müssen wir jetzt? Ja. Das hört nicht auf. Ja. Oh, guck dir an. Ich helfe dir doch. Was ist jetzt passiert? Lol. Ganz einfach gar nicht. Sieg einfach Roller, ganz klar. Was machst du denn? Keine Ahnung. Ja, guck doch mal bei mir. Da ist noch einer, den hast du aufgeweckt. Brandgranate. Ja, und? Überhaupt nicht aufgeweckt. Natürlich. Im Moment, wo du da hinguckst, dann dreht er sich um. Den habe ich vielleicht aufgeweckt. Ah, Geld! Schnelles Geld! Messern! Ah, nee, der wischt uns vorher. Was immer ganz cool ist, ist, wenn das Zeug aufhebst, in der Zeit bist du unverwundbar. Boah. Was Zeug? Achso, du meinst generell irgendwas? Geld oder Munition, Granaten. Wenn du das aufhebst, bist du unverwundbar. Guck, er rennt sofort zu mir. Weil er weiß, ich bin der Ranghöhere. Nee, der hat sich einfach nur nicht an mich dran getraut. So sieht's aus. Er dachte, er kriegt von mir einen dritten Geier. Ja, so sieht's aus. Bei dir wusste er, du kraulst von seiner Arme. Niemals. Also, meine Spielfigur vielleicht, aber ich nicht. Ich sehe eine Kiste. Guck, guck, wenn er die Hand nur ein bisschen höher hält, dann kommt der da dran. Und ey, jetzt mal ehrlich, guckt euch mal seine Muskeln an. Warte. Guckt sie euch an. Der kann ja eine Frau hochwerfen oder so. Guckt sie euch an. Guckt euch mal den Oberarm an, Alter. Jetzt mal ehrlich. Und dann schafft er es nicht, dich da hochzuziehen. Den Wichsmuskel. Aber auf beiden Armen. 500 und dann Seitenwechsel. Nein, was? Nur 100? Keine Ahnung. Er schafft 500. Wie du weißt, wann man da Seitenwechsel machen muss. Also, das war gerade. Also, ja. Von Freunden haben wir das gesagt. Was? Du hast Freunde, die dir sowas sagen. Ja! Ich wollte dir helfen. Ja, ne? Hat super geklappt. Ich hab dich von dem Bein gerettet. Ja. Danke, die waren ja auch am Boden, haben so viel getan. Ah, oh, jetzt schon auch schießen. Wie freut ihr an, Leute? Mit wie viel Skill ich hier arbeite.
So sieht eine Beschneidung aus, also. Als ein Messer drauf. Ja. Irgendwann fällt das ab. Nee. Das ist in die Schulter. Ja, am Kerl. Oh, komm. Überwältigung. Das haben wir gut gemacht. Ich hätte ihm noch eine Gerade geben können. Oh, der fliegt. Ne? Der kann. Den mein Oberarm ein. Einfach mal so 100 Gold. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, das haben wir schon. Ich habe ihn direkt in den Fuß geschossen. Ach ja, jetzt geht's auch los mit diesen BSAA-Emblemen. Ach, da ist es. Ich weiß eigentlich so gut, wo alle sind. Kann aber nicht sagen, ob ich alle kriege, weil ein paar schon sind schon ziemlich schwierig. Ja, da hat mir da, hey. Falscher Weg. Gar nicht wahr, ich weiß es. Ich wollte nur gucken, ob das ist die Rache, ne? Für die Granate. Ein bisschen antipsen. Nimmst du Schrottgewehr oder? Money, money, money! Wieder wie das letzte Mal? Ja, also ich nehme alles und er kriegt gar nichts. Ja, so sieht's aus. Wieso hast du die Sturmgewehr-Munition mitgenommen? Die Schrottgewehr, die Sturmgewehr kriegt doch ich. Ja, aber wir wollen nicht so viel verraten. Haben wir. Aber das kriegt er erst im nächsten Kapitel. Wenn ihr es nicht schon wisst. Ja, das Spiel hat eigentlich schon so gut wie jeder bestimmt schon mal gespielt. Wenn nicht, dann. Pech gehabt. Es ist ein super Koop-Game, das muss man sagen. Das ist zwar wirklich. Ja, es ist zwar sehr unfair, dass die Frauen hier gar keine Rechte haben. wie soll ich sagen? Es ist zwar kein Resident Evil typisches Spiel, aber ich sag mal. Es ist ein geiles Koop-Game, macht Spaß. Ja. Sind wir auch, wo wir uns nur einspielen wollten, überhaupt nicht rausgekommen. Nee. Auf einmal hatten wir irgendwie 4 Kapitel fertig. Vergewaltigung, wir haben es angesprochen. Ja. Und da nochmal, wieso geht die Tür zu? Und wieso liegt da Stroh rum? Also das mussten wir jetzt einfach sagen, wir konnten nicht anders. Meins, meins, meins. Das ist so wie diese, findet Nemo Geier. Ja. Da. Findet Memo. Aber die geilste Stelle war ja bei oben mit dem Huhn. Da habt ihr was verpasst, Leute. Wo ist denn das Huhn? So, und wer ist es? Wer tut's jetzt wieder drauf? Guckt so. Euch das Harakiri-Huhn an. Warte. Guckt's euch an. Auf. Springen. Was tut es? Mein Huhn! Was soll das? Der springt. Nein, 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 nein. Ja, Hauptsache looten, ne? Hauptsache vor mir. Willst du haben? Brauchst mehr Muni. Guck dir mal an, wie viel ich hab. Ja, siehst du? Egoistisch sagen. Ja, ich wollte gerade so. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Also der wollen wir doch einen Zungenkuss geben. Ja, es gibt jetzt hier zwei Methoden. Ja, macht's nicht so wie ich, sondern jetzt. Na, so auch nicht. Ja, falsch. Oh. Das passiert, wenn man sie so abknallt, dann habt ihr noch die Methode, so ins Knie schießen, dass sie dann. Ah, Vergewaltigung! Danke. So ins Knie schießen, dass sie dann halt kniet. Wie die Frauen das tun sollten. Und dann hinter sich stellen. Ich meine natürlich knietief in der Scheiße in der Küche. Ja, nein! Oh, was?
gezündet hat er mich. Hab ich noch gerettet. Ich bin so verletzt. Wie gesagt, Genick brechen, dann kommt das komische Vieh nicht raus. Ihr seht, wie viel die schluckt. Ah, habt gesehen, ja, zwei Magazine mit der Pistole und dann noch Schrot. Das Schrotmoni für mich. Ja, hab ich. Ja, guck! Kannst du ey, wo ist denn? Warte, ich geb dir doch die Schrotmunition dafür. Ja, und ich hab dich geheilt. Ist doch ein Tauschgeschäft. Naja. Dafür da hast du alle. Nee! Ich halte mir immer eine Fluchtmethode offen. Ja, ja. Der kackt uns komplett verkackt. Schnell mal die Munition genommen und schnell wieder zurück. Aber ich sag nichts mehr. Ach so, schade. Kickt der den einfach so zu mir, damit ich mir das Geld aufnehmen kann. Das ist unverschämt. Unverschämt. So. Und dann diskutiert er mit mir rum, ich würde das mit extra machen. Und er mir doch die Vorlage gibt. Ich glaube, das mit dem Looten und Egoismus, das zieht sich jetzt komplett Let's Play. Hört sich auch so. Du hast immer noch unnötige Munition dabei. Was? Doch! Guck hier! Die hier! Was? Die brauchst du? Ja, natürlich. Ich wollte nur den Zuschauern, wie soll ich sagen, verdeutlichen, dass du diese Munition unnötig dabei hast. Die könnte ich irgendwann mal gebrauchen. Vielleicht im nächsten Kapitel? Wer weiß. Finden wir es heraus. Ein Schrei. Noch eine Vergewaltigung. Ich glaube schon. In diesem Ort, wo schon viel zu viele Leute ihr ungewolltes... Was ist denn hier? Wir sind echt wieder am Anfang. So wollten wir das auch. Ja, ich wollte nur gucken, ob du hinterher rennst. Wie gesagt, hier hoffentlich, oder? Da tropft was von der Decke. Das ist kein Matsch. Wir haben schon herausgefunden, es ist eine geile Dusche. Ja. Mach weg, ich lauf was. Warte. Endlich mal eine Dusche. Warte, ich krieg da ja, guck, ich krieg auch was ab. Da kommt die Haarfarbe her. Guck mal, zu zwei Duschen. Oh, hier ist noch was, warte. Sieht ja lecker aus, ja? Da kommt's aber nicht dran, oder? Renn mal. Doch, an meiner Hand, Hände waschen. Ja, Hände waschen. Ach ja. Hallo, Vergewaltigung. Ist so, und da rennt der schon wieder zu den Kisten. Instant. Da, guck mal hin, guck hier hin. Guck, du hast was vergessen. Ich hab's nicht vergessen, ich wollte nur zu dem nächsten. Und ich mir vielleicht zwei Sachen geilen kann. Einmal Geld und einmal 5 Schuss. Ich hab 10 Schuss gekriegt. So, er ist schon wieder dran vorbeigerannt, wie gerade eben. Bin ich dran vorbeigerannt, schon zum weiter. Nein! So, jetzt habe ich. Ich kann einfach überhaupt nichts. Ach komm. Überhaupt gar nichts. Ich hatte gerade eben eine bessere Präzision als du. Ah ja, die 2%. What the hell happened in here? Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? What is this? It's data regarding the deal. I downloaded it from their computer. Oh! Gotta get it to HQ. Hey. Hey, hang in there. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data. But Alpha Team is down. Irving got away.
Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Jo, und das war's schon mal. Schon wieder mit unserem Let's Play. Ja. Und bis zur nächsten.